herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Resident Evil 4. ja, wir sind weiterhin mit Leon unterwegs. Ich glaube, das wird sich in dem Spiel auch nicht ändern. Vielleicht Ashley noch, ich bin mir aber nicht sicher. Wir wollten jetzt zur Kirche, die Schätze haben wir überall geholt. Wir haben uns jetzt vorgenommen, zur Kirche zu dackeln. Hier hinten liegen auch noch ein paar Schätzchen rum, die wir holen wollen, mit Sicherheit holen wollen. Ja, ich würde sagen, wir machen uns direkt auf den Weg. Hier auf diesem Weg hier dürfte jetzt eigentlich nichts mehr kommen, weil wir hier so ziemlich alles weggeballert haben, was es gibt. Auch den dicken und den großen da, den haben wir auch weggeklatscht. Da liegt er noch. Unser Hundi liegt hier auch noch im Regen rum. Unser neuer Freund. Der hat uns geholfen, den Arsch gerettet und hier einiges... Oh, hier ist jetzt auf. Das war vorher noch zu. Jetzt ist es auf. Ja, wir haben ihn gerettet in der Bärenfalle. Vielleicht erinnert ihr euch vor 2, 3, 4 Folgen oder so. Und er hat uns im Kampf gegen diesen großen Fettsack da erbarmungslos unterstützt. Und jetzt sitzt er da und bewacht das Ganze. Hier ist jetzt alles auf. Die Wand hier ist auch weg. Das heißt, wir können hier ganz cool lang gehen. Finde ich gut. Mal eine kleine Ruhephase. Ich hoffe natürlich, dass wir Ashley jetzt da finden werden. Oh, wer bist du denn? Der schluckt aber ordentlich. Warum kommen eigentlich immer so große Hunde? Warum kommt denn nicht einfach mal so ein kleiner mutierter Chihuahua oder so? Immer gleich so Klopperviecher, Alter. Einfach mal so ein kleiner süßer Chihuahua, so weißt du, der so... Das wäre doch mal was. Oha. Was für eine krasse Konstruktion. So, ich hoffe, die Kirche ist jetzt nicht so voll. Ashley Graham, ich will dir helfen. Das ist unauffällig. Und sehr vertrauenswürdig, wenn irgendjemand in eine Kirche... Bolzen. In eine Kirche kommt, in der ich wahrscheinlich seit Wochen gefangen bin. Oder Tagen, ich weiß es nicht. Und da kommt dann plötzlich jemand rein. Ich vertraue sowieso schon niemanden. Und dann kommt da jemand rein und schreit einfach, Ashley Graham, ich bin hier, um dir zu helfen. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr vertrauenswürdig. MP-Munition. Auch schön. Hier stehen zwei Fässer. Gucken uns erst einmal ein bisschen um. Blaue Scheibe. Was ist das? Untersuchen. Blaue Scheibe. Eine blaue Scheibe, die in der Kirche herumlag. Informativ. Okay. Oh, da steht noch ein Kräutchen. Zack. Haben wir das auch? Das ist bestimmt zu. Ach, guck mal, da sieht man schon, dass das fährt hoch wahrscheinlich. Ja, und dahinter ist eine Leiter, also müssen wir irgendwas machen. Irgendwas abknallen. Warte. Oh, hab eine Kirchenallergie. Ja. Und da oben haben wir noch nicht geguckt. Oh, ein kleiner Schlüssel. Fantastico. So. Bitte setzen Sie sich. Und wir wollen nun zum Vater unser kommen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Und vergib uns. Ah, schön. Ich könnte einfach nie ernst bleiben, wenn ich sowas machen würde. Jetzt kommen schon die Leute.
Ah. Ich hätte gedacht, dass jetzt hier hochgeht, dahinter. Und wir dann die Leiter da hoch können. Aber okay. Benutzen. Wow. Ah, so drehen sich alle roten Glasscherben. So alle grün. Und der könnte doch hier schon passen, ne? Ne. Und so alle blau. Okay. Guck mal, grün könnte hier jetzt sein. So, grün sieht so, glaube ich, ganz gut aus. Würfeln wir mal rot dazu. Guck mal da unten. Passt wie angegossen. Ich weiß aber jetzt nicht, wie genau das alles sein muss. Aber im Prinzip... Schön. Nochmal gucken, ob auch alles aufnimmt hier. Jawohl. Gut, das war jetzt nicht besonders schwer. Oh, jetzt haben wir eine Disco-Kirche. Jetzt müssen wir im Prinzip nicht mehr hier so wie eben, sondern das Disco-Kirche, jetzt müssen wir so Foto unterm Himmel geheiligt werde dein Name. Ach, Entschuldigung, es geht manchmal einfach mit mir durch. So. Gucken wir mal. Hier sind sehr viele Bücher. Gut, das ist jetzt nicht untypisch für eine Kirche. Das sind wahrscheinlich alles Bibel und sowas. Ashley, bist du hier? Ashley. Keine Sorge, Ashley, das war nur ich. Da ist eine Tür. Gucken uns aber erst einmal um. Hier ist der der Kerzenständer umgefallen. Hier steht er. Kirchen. Kirchen haben immer so richtig sowas Geheimnisvolles, finde ich. Ist das nicht ein Motorola? Wie hießen die Motorola? Z3 oder so? Oder Flip? Nee. Z, ne? Ich glaube Motorola Z3 oder sowas. Sigma. Was? Sigma Gamma Phi. Sigma Gamma Phi. Sigma Gamma Phi. Das sind 13? Oder? Steht da El? Was steht da? Weiß ich nicht. Aber ich meine, das ist dieses Motorola. Dieses Motorola N oder wie hieß das nochmal? Zip? Flip? Ich weiß es nicht mehr. N3? Ich habe keine Ahnung. Okay, hier müssen wir... Okay, also werden wir Ashley wahrscheinlich jetzt hier finden. Dann bleibt uns nur noch die Tür. Einen Schatz gibt's hier noch. Wo ist der? Ach, da in dieser Tür. Okay. Ashley? Ashley Graham, bist du hier? Lass mich gehen. Hör zu. Beruhig dich. Ich bin Leon. Ich bin auf Befehl des Präsidenten. Na toll. Hey, ist gefährlich draußen. Du musst mir zuhören. Was ist das? Da drüben? Oh. Ergreift sie. Oh. Die Schäflein entkommen. Bringt ihren Seelen Erlösung. Keiner weiß, ob sie es wirklich gehört haben.
Okay, wir haben also Ashley gefunden, aber kriegen direkt Besuch. Keine Chance. Baby Eagle. Eine Stunde 25, 25 getötete Gegner, 0,895. Zweimal Schaden erlitten. Das ist anständig. Schreibmaschine. So. Koffer anpassen. Rohstoffe sind 40% günstiger. Okay, das brauchen wir jetzt aktuell noch nicht. Wir machen weiter. Wo sind wir jetzt? Kapitel 4? Was sollen wir tun? Dein Vater vertraut mir. Und du musst mir auch vertrauen. Und genau tun, was ich sage. Ich bring dich nach Hause. Okay. Okay, Leon. Oh, verpisst euch! Okay. Also gut. Lass uns von hier verschwinden. Ich möchte auf jeden Fall noch einmal kurz in den Raum. Ach, da ist zu, die können hier nicht hoch. Okay. Schön, wie sie alle beten da unten. Irgendwo ist hier ein Schatz. Na, der hängt hier irgendwo, ich höre ihn da. Und wenn ich schieße, dann hören die mich aber, oder? Hat keiner gehört. Okay, dann haben wir den auch. Ashley, runter. Komm mit. Kann ich ihr Befehle erteilen? Brauchst du dein Handy? Willst du dein Handy mitnehmen? Vielleicht kannst du ja mal Papa anrufen. Ach, guck mal, sie hilft uns. Okay. Lass mich nicht hängen. Die laufen jetzt da einfach durch die Kirche und suchen uns, wie blöd. Hier geht's nicht raus. Ah, das Fenster. Minenaufsätze. Untersuchen. Sprengladung zur Anbringung an Bolzen. Während des Zielens mit dem Bolzenwerfer können sie mit L3 befestigt werden. Explodieren bei Näherung. Da ist wieder eine Ratte. Aber wir haben keinen Auftrag, also keinen Grund, die Ratte zu töten. Handgranate, schon wieder Knochen. Hier kann man wirklich sagen, das sind alles Hunde. Stehen alle auf Knochen. Ashley. Nee, oder? Ist okay, ich fang dich. Hey, vertrau mir. Ganz easy. Danke. Ich meine, sie hat auf dem Bild deutlich ramponierter ausgesehen. Hier sieht sie ja eigentlich recht fresh aus. Basis, Baby Eagle ist jetzt bei mir. Verstanden. Geht es dir gut? Positiv. Gute Arbeit, Condor One. Ich schicke dir ein Heli auf den Weg.
Ich sende dir die Koordinaten für die Bergung. Geht dorthin und pass auf, dass Baby Eagle nichts passiert. Verstanden. Schnell. Das Wetter wird schlechter. Ende. Warum schickt sie denn den Heli nicht einfach irgendwo zum See? Dann wären wir jetzt durch. Ich höre doch da schon wieder jemanden quatschen. Wie gesagt. Kommandos für Ashley. Enge, lose Formation. Mit R3 wechseln sie zwischen enger und loser Formation. In der engen Formation bleibt Ashley dicht bei Leon, was vor allem dann vorteilhaft sein kann, wenn sie an Gegnern vorbeirennen. Also sollen wir hier nicht kämpfen, sondern wegrennen, oder wie? Oh Gott. Kommandos für Ashley. Enge, lose Formation. Mit R3 wechseln sie zwischen enger und loser Formation. In der losen Formation lässt sich Ashley hinter Leon zurückfallen. So kann verhindert werden, dass sie Schaden durch Gegner nimmt. Das ist gefährlich. Bleib dicht oh bei mir. Gott. Okay. Krieg ich die. Oh, bitte. Yes. Okay, dann laufen wir, oder? Geh etwas zurück. Hierher. Okay. Komm. Es geht los, bleib hinter mir. Oh Gott, diese Leute sind doch nicht normal. Lauf. Fuck, da ist ein Fass. Ja, sie ist durch. Komm, Ashley. Oh, die verbrennen sich halt alle gegenseitig. Okay, bis hierhin kommen sie nicht. Oh. Da was, das könnte dir gefallen? Ja. Willkommen. Ich habe was Neues für dich, Partner. Du hast ja gar nichts Neues für mich, du Arschbacke. So, den kann man verkaufen. Und den auch. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Ein hervorragender, die kommen jederzeit wieder. Achso, können wir was tauschen? Willkommen. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Oh, okay. Speichern wir nochmal. Oh, wir konnten einfach vorbeirennen. Das hat, glaube ich, jede Menge Munition gespart. Was ist das? Vorsicht vor dem Hunde. Jemand muss sich um den wilden Köter kümmern, der im Dorf sein Unwesen treibt. Er sieht nicht wie ein normaler Hund aus, sollte also leicht zu identifizieren sein. Auftrag, die übermächtige Bedrohung beseitigen. Gebiet, Haus des Dorfvorstehers. Belohnung Spinell, mal 8. Fortschritt, 0 von 1. Hey, können wir eine Pause machen? Nein. Sorry, ist leider nicht drin. Okay, wir kommen gleich zurück in das Dorf. Da waren auch Hunde. Okay, wir kriegen hier auf jeden Fall nochmal Nachschub. Das heißt, die Hunde sind vermutlich noch da. Okay, du kannst. Zum Hannigan hatte recht mit dem Wetter. Okay. Ich glaube, wir machen das so. Oh, wie cool das mit dem Licht gemacht ist. Stirb! Fast hätte er uns erwischt. Ja, der war clever. Aber sieht gut aus.
Schön, wie die Tür brennt. Komm, mach auf. Oder du hast dich selber verbrannt. Das wäre natürlich... Welcher blinde Penner hat denn hier viermal in die Tür geschossen? Das war doch nicht ich. War das ich? Hi. Oh Gott, sieht die gruselig aus. Toll, jetzt fackelt sie uns mit Haus ab. Ashley, alles gut? So, da liegt Geld. Aber keine Munition. Warum bekomme ich denn nach so einer Phase keine Muni? Was ist das? Irgendwas habe ich hier gehört, so. Okay, ich höre auf jeden Fall welche. Aber wir wollten jetzt noch kurz die Schätze hier holen. Ach, die singen alle. Aisha, Aisha. Kennt das Lied noch wer? Okay, wir können die Schublade aufmachen. Nice. Zack, alter Kompass. Gehen wir zurück. Und eigentlich müssten wir jetzt hier reinkommen. Hier rüber. Gut. Hab keine Angst, Schnecke. Ich beschütze dich. Du musst nur schnell die Tür aufmachen. Ashley. Gut gemacht. Warum hat das aber so gedauert? Handgranate? Eleganter Armreif. Den können wir wieder kombinieren. Machen wir einmal rot, einmal gelb oder was? Ja, das ist doch schön. Da können wir nichts machen. Alter Kompass. Ein altmodischer Kompass, der über die langen Jahre in gutem Zustand gehalten wurde, lässt sich sicher verkaufen. 8000. 16.500 für den Armreif. Ein schwerer, reich verzierter Armreif mit zwei runden Vertiefungen kann mit bestimmten Edelsteinen kombiniert werden. Was war das hier eigentlich nochmal? Ach so, ein Jeton. Können wir das nächste Mal unser Auto wieder waschen? So, wir wollten aber hier noch hin. Da ist irgendwas. Haus des Dorfvorstehers. Vorsicht vor dem Hund. Ach, da ist jetzt der Köter oder wie? Okay. Da lang war das, ne? Ja, okay. Dann flitzen wir da mal kurz hin. Oh komm, Ashley, hab dich nicht so. Bestimmt das Vieh aus der Hütte hier. Ich hoffe, auf dem Weg lauert hier jetzt nichts. Denn meistens ist so ein Vieh ja nicht alleine unterwegs. Meistens hängt da ja irgendwas wieder mit drin. Steht... Nee. War nur ein Schatten. Ich dachte gerade, da steht jemand in der Hütte. Aber wurde hier jetzt irgendwie eine Kleinigkeit für uns wieder hergelegt, oder? Natürlich nicht. Weißt du, wir sollen hier immer die Drecksarbeit machen? Ich will nur nach Hause. Richtig. Nach der Drecksarbeit. Okay. Ich nehme mal schon mal die Schrotflinte. Ich weiß nicht, was das für eine Töle sein soll. Ach, da ist jetzt zu. Wir dürfen nur durch den Haupteingang. Wobei, hier sieht es jetzt... Nee. Oh, hier ist ja richtig was. Der Baum ist umgefallen. Hier ist ja richtig was kaputt gegangen. Hier piept irgendwas. Hier ist irgendwo eine Bombe.
Haben wir die übersehen, oder? So, geh mir rein. Da drin soll ein Hund sein. Fifi. Komm her, Fifi. Komm. Alles klar. Fifi. Wo ist denn Fifi? Das hier würde ich auch vertrauen, ne? Wie keinen zweiten. Geh etwas zurück. Verstanden. Ist gut. Hä? Fifi hat keinen Bock auf uns. Oder ist Fifi Kacker machen? Nee. Fifi? Hier komme ich nicht raus. Aber wo ist Fifi? Wo ist er denn? Oder der ist oben in diesem Zimmer, wo das Bett da war. Mit Sicherheit, weil wir da ja hingehen, um den Schatz zu holen. Oh, schön. Dann ist der da oben wohl drin, ne? Ich habe immer Schiss, dass er hier einfach sitzt. Ich habe keine Ahnung, wie groß der ist. Ich hoffe ja immer noch auf so einen kleinen Chihuahua. Hä? Jetzt warte, wir speichern nochmal. Falls Fifi doch ein Dackel ist und uns frisst. Das haben wir gelesen. Okay. Dann muss Fifi ja hier drin sein. Fifi? Fifi? Hä? Yeah. Wo ist der? Oder der kommt erst, wenn wir... Aber laut Karte hier ist er jetzt ausgeblasst, also müsste er unten sein. Komm. Oder er kommt erst, wenn wir den Schatz oder was das ist geholt haben. Oder jetzt. Also die Musik ist nicht freundlich. Hasse Eulen. Aber ich liebe so alte Häuser mit so richtig Dachboden, Verstauraum. Richtig geil. Ich nehme mal die Pistole wieder. Und was haben wir hier? Aufzeichnung des Dorfes, Band 2. Die Männer jubelten, als sie sahen, wie das Boot über den See schnellte. Dieses hervorragende Benzin wird uns den Fischfang deutlich erleichtern. Das Eisenwerk wurde erst vor einem Jahr erbaut und doch leistet es unserem Dorf bereits gute Dienste. Unsere Sicheln und Messer glänzen wie nie zuvor. Die zwei Fische, die uns der neuliche Handel beschert hat, fressen nahezu alles und entwickeln sich prächtig. Auch die Fischfarm im Sumpf hat exzellente Fortschritte gemacht. Tagsüber unterrichte ich die Kinder im Lesen und Schreiben und in der Mathematik. Jeden Abend esse ich mit einer der Familien, um mir ihre Klagen und das neueste Gerede anzuhören. Und all dies unter dem Dach eben dieses Heimes, das wir gemeinsam errichteten. Seit ich das Dorf der Außenwelt geöffnet habe, entwickeln wir uns gut und die Menschen sind glücklicher. Sie haben sogar begonnen zu lächeln. Eine seltsame Gruppe Männer in schwarzen Roben ist aus der Burg ins Dorf gekommen und hat eine unheilvolle Flagge mit einer Insignie darauf gehisst, die wohl eine Spinne darstellen soll. Nachdem sie etwas von Erlösung und Vergebung gepredigt hatten, haben sie uns etwas injiziert,
von dem sie behaupten, es würde uns vom Wahnsinn heilen. Können wir ihnen vertrauen? Ist das der Große? Vom Outfit her würde ich sagen, ja. Porträt eines Vaters. Bitte bewache an meiner Stelle das Dorf. Und mögest du Fotos stets mit deinem Lächeln zieren. Ist das der... Kann das der Große sein? Kommt hin, oder? Ah, guck mal, da ist wieder so eine Figur. Hier ist ein altes Schachspiel. Schön, Schach macht Spaß. Wollte ich mir schon immer mal wieder zulegen. Damals hatte ich eins, wo man gegen sich selber spielen konnte. Also so gegen Computer, ne? Das wird die Mine sein. Foto der Fabrik. Das lang ersehnte Eisenwerk, 1992. Meine ich ja. Das Eisenwerk. Okay, hier ist nichts. Aber ein Schatz ist hier noch. Aufzeichnung des Dorfes, Band 1. Der Älteste hat mir heute das Dorf anvertraut. Er sagte mir, dass ich mich nach und nach mit meinen Aufgaben vertraut machen kann. Ich werde damit beginnen, Buch über das Dorf zu führen. Ich bin noch nicht so gut mit Worten, aber der Älteste ermutigt mich. Ich werde mein Bestes geben. In der Hütte beim See wohnt ein Junge mit seinem Großvater. Seine Mutter starb offenbar bei seiner Geburt. Der Großvater redet nicht viel, aber der Bursche ist sehr aufgeweckt und lebhaft. Heute hat er mir wieder eine Geschichte von dem Ritter erzählt, der einen Esel reitet. Der Großvater des Jungen ist erkrankt und sein Zustand verschlechtert sich mit jedem Tag. Der Junge macht sich große Sorgen und es geht das Gerücht um, im Dorf mache sich der Wahnsinn breit. Als ich gehen wollte, zog der Alte mich zur Seite und sagte, wenn etwas passiert, weißt du, was zu tun ist. Ich habe nur genickt. Es war eine furchtbare Nacht. Alle standen um die Hütte versammelt und sahen dabei zu, wie sie niederbrannte. Der Junge sagte kein Wort. Selbst als der Morgen anbrach, stand er noch regungslos da. Am nächsten Tag war er verschwunden. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich beruhigt oder unberuhigt sein soll. Antike Kamera. Geil. Ach, da haben wir wieder. Ach, das ist der Großvater mit seinem Enkelkind. Sieht ein bisschen fotogeshoppt aus, da der Kopf auf den Jungen. La Familia. Was? Navarro. 1981. Foto eines Jungen mit seinem Großvater. Familie Navarro, 1981. Das haben wir in dem anderen Haus auch schon gesehen, ne? Da hinten, wo wir Louis gefunden haben. Da war das. So, okay. Dann haben wir hier alles. Habe ich da gerade was gepoltert gehört? Ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Die Eule hier macht mich fertig, Alter. Die würde ich verbrennen. Ashley? Okay, die Töle habe ich immer noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo der Hund hier sein soll. Ich gehe mal davon aus, er wird sich gleich aber zeigen, weil wir jetzt den Schatz und so haben und jetzt praktisch auf dem Rückweg sind. Unten soll er sein. Also denke ich, er wird da unten auch sein, wenn wir gleich runtergehen. Aber vorher möchte ich noch einmal speichern und die Folge einmal beenden. Ja, lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf. Und wenn ihr wollt und Bock habt, ich würde mich freuen. Sehen wir uns morgen direkt wieder. Ciao, ciao.